Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ich habe mich ja ein bisschen gewundert über den Antrag der SPD und der Linken, diese neue Liebe zu den Denkmälern und zu der Kultur. Wir hatten ja mal vor einiger Zeit uns um die Gräberfelder oben in der Uckermark bemüht und da habe ich irgendwie sie völlig anders erlebt. Also vielleicht erklären Sie uns später mal noch den Sinneswandel, der Sie hier dazu gebracht hat, nunmehr die Mausoleen so gut zu finden. Wir tun dies, ja. Wir sehen natürlich als erstes, dass natürlich durch die Streichung des Sterbegeldes 2004, was ja von den Sozialdemokraten damals erfolgt ist, viele Leute heutzutage keine Mittel haben, um diese Beerdigung, die ja mit nicht nur mit niedrigen, sondern mit nicht unerheblich hohen Kosten verbunden ist, ja durchzuführen. Und wir wissen natürlich auch, dass es letztendlich die Stammklientel von Ihnen ist, der kleine Mann, der da betroffen ist. Und insofern haben wir natürlich auch können wir das nachvollziehen, dass Beerdigungen mittlerweile auch durch die Sozialhilfeträger in den Kommunen mit nicht unerheblichen Kosten verbunden sind. Und dieser Wegfall der Sargpflicht, ich weiß es nicht. Also wir lehnen auf alle Fälle einen solchen Wegfall der Sargpflicht konsequent ab. Wir wollen letztendlich auch eine Gleichbehandlung haben zwischen allen Religionsgruppen und da muss im Grunde genommen unser Maßstab der sein, dass die hygienischen Vorstellungen und die Erfordernisse für eine Beerdigung strikt bei allen eingehalten werden, dass also kein Sonderrecht geschaffen wird für gewisse Leute. Und wenn es um Mausoleen geht, dann müssen natürlich diese besonderen Vorschriften so angepasst werden, dass im Grunde genommen letztendlich auch dort Beerdigungen stattfinden können. Also sprich, wenn ein Zinksarg notwendig ist, dann muss das natürlich entsprechend erfolgen. Und wenn das gewährleistet ist, dass im Grunde genommen keine wasserrechtlichen, sonstigen Gefährdungen stattfinden, dann ist das ja völlig in Ordnung. Aber letztendlich, wenn dadurch erreicht werden soll, dass hier Ansätze für ein Sonderrecht geschaffen werden sollten, für gewisse Gruppierungen, dass man unterschiedliche Rechte da anwenden soll, das gehen wir nicht mit. In diesem Sinne, vielen Dank.